Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen wieder zurück auf meinem YouTube-Kanal, unser YouTube-Kanal. Genau, heute möchte ich mit euch diesen ganzen Leckereien ausprobieren. Das sind eben türkische Süßigkeitsspezialitäten und das hat mir jetzt eine Freundin aus der Türkei jetzt mitgebracht. Und das Ganze probieren wir ja gemeinsam dann durch, gell? Klar, ich weiß jetzt nicht, was da drin ist, es sei denn bloß nur so die Zutaten, aber so jetzt diese Mantelungen hier, wo man sieht, dass sie so schwarz sind, der ist jetzt rötlicher, der ist ein bisschen heller, ich weiß nicht, was da drinnen ist. Falls jemand weiß, das gerne natürlich unter die Kommentare schreiben. Es gibt ja einige von euch, die sowas essen und es schmeckt sehr, sehr lecker. Jetzt würde ich mal sagen, wir fangen auch gleich an. Hab mir ein Brett auf Seite gelegt, wo man das Ganze halt, wo wir das Ganze eben schneiden und eben ausprobieren. So, mit was fangen wir an? Ich kann mich nicht so wirklich entscheiden. Ich nehme mal das hier. Ich weiß nicht, was das ist. Seht ihr das? Das ist so, so, ich weiß nicht, das sieht so aus wie Reis so ober, dann ist es so eine Teigtasche drin und da drin ist bestimmt ein Inhalt. Jetzt schneide ich mal das Ganze mal auf. Hart ist es. Ich glaube, das ist so eine Zuckerpaste oder so und innen ist so eine weiche, weiche Füllung. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut sehen könnt. Und jetzt probieren wir mal Geschmackstest. Walnuss, viel mit Walnuss. Das ist eine Walnusspaste drinnen. Oh, ein Traum, ein Traum. Okay, sehr gut. Ich finde, wenn man kaut, dann schmeckt man diesen äußeren Mantelung hier, diese, mir fällt jetzt der Name dazu nicht ein, den schmeckt man raus, aber der hat halt keinen Geschmack. Man schmeckt halt wirklich mega viel den Nuss raus. Oh, jetzt machen wir hier weiter. Dann Schnecke, so sieht sie aus. Sie hat bestimmt auch wieder so Walnussfüllungen drinnen, aber sieht ganz anders aus. Wieder zuschneide. Ich glaube, die ganze Füllung hier sind alle mit Walnuss. Oh, ja. Schneiden wir wieder das Ganze durch. Oh, ein bisschen zu groß. Geschmacktest. Okay. Der ist ein bisschen so zäh. So, okay, der hat irgendwie diese schwarze hier, das hat so einen komischen Geschmack. Aber Lakritz, so eine Art Rakritze. Aber eine gute Rakritze, weil ich bin die normalen Lakritze, die finde ich so schrecklich. Die schmecken no go. Mag ich gar nicht. Also der ist lecker. So, mach mal weiter. Hier. Und selbst noch im Mund, das ist Wahnsinn. Den hier machen wir weiter, das ist auch so eine Nussfüllung drinnen. Sorry, dass ich so mit dem vollen Mund rede. Das darf man normalerweise nicht. Schneide ich wieder durch. Ich glaube, die zwei hier unterscheiden sich nicht viel, bloß nur hier, wenn man sieht, ist der eine dunkler. Und der andere viel heller. Ich glaube, ja. Probieren wir mal aus. Geschnitten sieht so aus. Angenehm. Und lecker. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich Nuss mag. Aber das schmeckt gut. Okay. Sehr lecker. Jetzt machen wir mal weiter. Mit dem hier.
Das ist auch komplett mit Walnüsse oder Nüsse komplett umrammt. Das Ganze schneiden wir jetzt mal auf und gucken mal. Auch wieder so ein kleines Teil, sonst brauche ich wieder viel zu lernen. Da ist, boah, also mit so einem normalen Messer kann man den echt nicht schneiden. Oh, voll schade. Boah, jetzt. Oh. Und am Ende kommt sowas raus, schade. Aber man sieht, es hat auch wieder eine Füllung drinne. Aber die Füllung, die schmeckt nach, oh, wie heißt das? Tahini, das ist kein Tahini, eher. Da gibt es so eine Masse, wo man so im Laden kaufen kann. Und die ist dann wiederum mit Walnuss zusammengemischt. Ich probiere es mal. Okay. Oh, wow. Wow. Das ist auf jeden Fall mein Liebling. Das schmeckt echt lecker. Wow. Die Füllung da drin ist der Hammer. Oh. Lecker. So. Jetzt haben wir den hier. Der ist ganz anders. Wow, das schmeckt so gut. Die Füllung ist mega. Das ist auch wieder mit Füllung drin. Schneide mal wieder das Ganze auf. Aber Schneider ist echt hier schwer. Das ist wieder Füllung, wie ihr sehen könnt. Und wir essen es auch gleich. Wow, das ist lecker. Das ist gut. Wow. Oh, die Füllung ist mega. Also, das ist auch so ein Lieblingsteil. Ich mache hier zusammen. Jetzt probieren wir mal das dunklere. So sieht der aus. Der glänzt auch voll. Ist halt Zuckerbombe ohne Ende. Machen wir mit zwei Händen. So, jetzt haben wir es geschafft. Da ist auch wieder eine Füllung drin. So sieht es aus. Und wie schmeckt das? Wow. Oh. Ich glaube, die mit Füllung, das sind viel besser so mit einfach diese Nüssen so drin. Die schmecken mir am besten. Also die hier. Oh, definitiv. Oh, lecker. Jetzt probieren wir mal Tasche hier. Das ist auch bestimmt eine Füllung wieder mit drin. Ich drehe mal den Teller ein bisschen um, dass ich ein bisschen Platz habe. Da braucht man ein bestimmtes Messer dazu. Das ist auch mit Füllung. Schaut euch mal das an, bitte. Oh, die ganze leckere Füllung. Aber boah, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, wie man sowas nennt, wie nennt man sowas. Falls jemand weiß, darf es gerne unter den Kommentaren schreiben. Und wie schmeckt? Ich finde, die Füllung hier verdeckt einfach diesen Geschmack hier von Lakritz. Ähnlicher Geschmack, ich mag das gar nicht, oder? Boah, boah, boah. Tut mir leid, aber das kann man nicht essen. Also das ist nicht so meins. Aber die Füllung ist halt lecker. Ich glaube, ich mache das komplett auf und tue die Füllung einfach weg. So mache ich es. So, aber das da probieren wir auch. Das ist genau das gleiche, nur man sieht hier, das ist eher dunkler, das ist eher ein wenig heller. Boah. Also, aber die sind nicht so süß wie Baklava, finde ich. Baklava finde ich echt immens süß. Das ist wirklich ein Zuckerschock. Da hast Zucker für komplettes Jahr, wenn du so Baklava isst. Aber da wieder so Füllungen.
So sieht's aus. Jetzt probieren wir's. Die ist gut. Die ist mega. Nur mit der Außenmantel kann ich jetzt gerade nicht so wirklich was anfangen. Aber die Innerfüllung ist halt so süß und so lecker. Sehr gut. Probieren wir mal das da. So wie ihr seht, das ist krumm und schief. Schief. Nicht schief, sondern krumm und schief. Und man sieht drin, die haben Walnüsse drin. So sieht es aus. Lecker. Probieren wir mal. Also nächstes Mal ein Küchenmesser. So, also das ist komplett nur also so ein Haut und da werden die Walnüsse da reingetan. Vielleicht weiß einer von euch, wie das geht, aber das ist bestimmt auch viel Arbeit, aber sieht so lecker aus. Ich probiere es mal. Also diese Haut ist lecker. Aber okay, das ist gut. Ich finde, durch diese Haut hier kann man die Walnüsse nicht so richtig schmecken, finde ich. Probieren wir mal das Rote. Das ist genauso dasselbe, auch wieder Walnüsse drinnen gemacht. Was mir aber hier momentan so an diesem Sortiment fehlt, sind einfach so Pistazien. Weil ich finde immer, eigentlich meistens in so türkischen Gebäcken sind eigentlich immer so Pistazien mit drinnen. Die fehlen mir hier. Also wer Walnussallergie hat, darf das gar nicht essen. Das ist zu viel. Okay. Das hier muss ich sagen. Es ist gut. Es ist nicht so süß. Und es ist geschmacksneutral. Wir haben geschmacksneutral, würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber es schmeckt. Das hier gibt halt die Walnüsse, die schmecke ich nicht so. Diese, manchmal haben die Walnüsse, wenn man die essen tut, so diese bittere Säure da, weiß ich nicht. Aber das schmeckt gut. Und jetzt. Kommt das Beste, ganz großes Teil, außer schon mit Walnüsse, innen auch schon. Und dann probieren wir das Ganze mal aus. Schneiden wir mal. Boah, ist das schwer, mit so einem Messer zu schneiden. Wird viel Kraft verlangt. So, habe jetzt mal ein Stück geschnitten, wie ihr sehen könnt, da drin auch. Sind die Walnüsse einfach gut auf Kober. Und jetzt probieren wir das aus. Ja, es ist gut. Es ist essbar. Es ist lecker. Und sehr lecker. Hat mir gut geschmeckt. Aber vielleicht sollte nächstes Mal meine Freundin noch mehr mitbringen. So ein Jahresvorrat. Also das hat wirklich gut geschmeckt. Also gerade die hier mit Füllungen, mit den gemahlenen Walnüsse, die schmecken mega gut. Die Füllungen sind der Wahnsinn. Gerade die hier, weil die so wenig, diese Tasche hier, wie ihr sehen könnt, das ist echt viellagig gemacht. Ich finde aber die, weil die so dünn gemacht worden sind, das seht ihr, das ist bloß nur einmal gedreht, fertig. Und die schmecken mir am besten, weil ich einfach daraus einfach die Nussmasse einfach rausschmecken kann. Und das schmeckt auch super. Hier ist mir einfach viel zu viel. Aber ist trotzdem lecker.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr liked, abonniert, kommentiert und die Glocke einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!